Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator 2017. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Köln-Koblenz. Ich habe mir die jetzt im Sale gekauft für, ich glaube, 12 Euro oder so. Und wir fahren jetzt die RB 48, wie wir hier in der Beschreibung schon sehen, von Wuppertal Oberbarmen. Allerdings hier im Szenario natürlich nur von Köln, weil die Strecke erst in Köln beginnt. Nach Bonn-Mehlem, Fahrplan V-Max beträgt 140. Das ist jetzt, glaube ich, auch das richtige Szenario, ne? Ja, wunderschön. So, Türen mal auf. Na, war das nicht eine ganze, so. SIFA, PZB. An Fahrtrichtungswende Tempomat mache ich direkt mal an, weil das ist durchaus angenehmer mit Tempomaten zu fahren. So, dann ja, Zugspitzensignal, genau. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit. 48 nach Bonn-Mehlem. Schön. Nur zweite Klasse? Was ist da los? Nichts erste Klasse oder was? Tatsache. Okay. Mal die Sicht nach vorne ausrichten. Wir fahren den Talent 2 übrigens diesmal mit einem neuen Sound-Update. Und zwar dem von Morphe. Okay, wir haben 16:35 Uhr und es ist schon ganz schön dunkel. Ah ja. Weil wir fahren das Ganze ja auch im Winter, das ist ein Winterszenario. Von Knub. Aus dem Raisin Forum. Link in der Videobeschreibung. Genauso wie zum Sound Update von Morphe. Repaint müsste bei der Aufgabe mit verlinkt sein. Ja. So die wesentlichen Eckpunkte. Oder links gerade eine S-Bahn und einen Regionaltriebwagen. Glaube ich, auf der. Ah, Türen sind zu. S-Bahn fährt ohne zu halten weiter. Gut. Also, ich glaube, der Triebwagen, der fährt jetzt als RB. Schieß mich tot weiter. Oder nee, nee, warte mal. Der fährt doch, glaube ich, als S23. Dann als RB23 weiter. So in der Richtung, glaube ich, war das. So. Ich habe hier übrigens auch das Signallichter-Update von Trainworks drin. Generell die Strecke hier mit Trainworks-Update. Weil es ja sonst eigentlich irgendwie so ein bisschen doof aussieht. Naja. Also ich bin das Ganze hier schon öfters mal gefahren, also das Szenario jetzt hier, glaube ich, nur einmal oder schon zweimal, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein echt gutes Szenario. Tiefer halt die Klappen. So. Und ja, generell hier mal in den letzten Tagen die Strecke so ein bisschen abgefahren. Und dann haben auch mit dem Mario in der Skype-Übertragung. Ist ganz schön dunkel, fällt mir gerade so auf. Ich hätte schwören können, als ich das erste Mal dieses Szenario gefahren bin, war das nicht so. Egal.
ist dann halt so. Siefer ist gut. So. Ja, ich bin das Ganze ja mit Mario einmal hier quasi abgefahren, also eher in der Übertragung. Und so wie ich ihn verstanden habe, ist das Ganze hier durchaus teils echt real nachgestaltet, allerdings auch an einigen Punkten natürlich nicht so real, weil es nicht ganz auf dem aktuellsten Stand ist, aber auch generell so ein bisschen verkehrt wirklich. Aber so alles in allem stimmt die Strecke eigentlich. Wenn ich ihn da jetzt richtig verstanden habe. Wenn nicht, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht sieht er das ja hier. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Naja. Nächster Halt, Köln West. Next Stop, Cologne West. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Genau, mit schönen Mozart-Ansagen. Wie gesagt, Szenario und so, alles verlinkt. Also ich fand die anderen Sound-Updates ja auch schon gut, ne? Aber das hier vom Morphe ist nochmal ein Stück weit besser, wie ich finde. Ja, wundervoll. So. Ja, worüber kann man denn mal reden? Wenn wir schon gerade im Train Simulator sind, ne, dann kann man ja so Breaking News hier mal bringen, ja. Vom Train Simulator. Und zwar hat der Hersteller Virtual Railroads, Virtual Railroads, unter anderem bekannt für viele Expertline-Produkte. Ja, die haben jetzt einen Wittenberger Steuerwagen, also N-Wagen Wittenberger Steuerkopf und eine Baureihe 110 Bügelfalte angekündigt, ja. Wann es rauskommt, weiß man nicht. Das Ganze wurde am 1. April angekündigt, ja. Hört richtig, am 1. April. Nein, ist es kein April-Scherz. Wirklich nicht. Also. Richtig Hammer. Ja, es sieht echt gut aus. Also, da kann man wirklich. Wieder nur den Hut vorziehen vor VR. Community hatte ja auch schon einiges dazu geschrieben. Von wegen, dass zum Beispiel die Lichter vorne noch falsch sind. Das wurde jetzt auch schon von VR korrigiert auch. Auch schon auch, ja. Deutsch ist wieder, ist leider aus, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, wurde von VR auch schon korrigiert. Da kann man auch wieder auf ein, sehr gutes Endprodukt hoffen. Und bitte, was heißt hoffen? Das braucht man, da braucht man nicht hoffen, da kann man eigentlich von ausgehen. Oh. VR 0 für den Kollegen links mit seinem Güterzug. Also halt erwarten. Kennt ja so ein paar bahnspezifische Begriffe auch. Also falls da irgendwer was nicht versteht, gerne in die Kommentare. Nächster Halt Köln Süd. Next Stop Cologne South. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So. 80 dürfen wir hier nur. Hier in Köln Süd mal ein bisschen stärker dabei gehen. Ja, easy. Unten fährt der Güterzug vorbei. So. Türen auf, vorne geht's dann natürlich nicht auf.
DTG-Quality halt. Naja. So. Von Melem. Köln Süd. Ja, bisschen geschlampt vielleicht. Naja. 1644 stimmt aber. Also nicht geschlampt, sondern einfach den Fehler gemacht, dass er jetzt Köln Süd noch drin steht. So. Stufen sind eingefahren, Türen sind zu, wundervoll. Sorry, gerade mal so ein bisschen zum Sound genießen. Ich denke mal, ich werde gleich mal in Hürtkeil scheuren oder sowas mal. Dann nochmal meine Fresse halten und mal dann den Zuganfall fahren lassen. Dass man dem seinen Sound dann auch hören kann. So, jetzt hoch auf unsere Fahrplanhöchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Wundervoll. Tuturu, tuturu. So hell hier. Außen total dunkel, also zumindest der Lichtkegel ist hier innen überhaupt nicht sehbar. Moment mal. Hier auch sowas wie. Oh, Güterzug. Nee, haben wir hier sowas wie Fernlicht. Bremse? Nee. Dings ist leider aus. So ist jetzt aus. Und rot. Egal, müssen wir mitleben. So. Das geht überhaupt nicht. Was heißt, geht überhaupt nicht? Also mein Raum hier ist komplett abgedunkelt. Gut. Draußen ist auch nicht gerade hell. Haben wir jetzt auch schon nach 21 Uhr. Ich sehe trotzdem überhaupt nichts. So, der ist da. Vorne sieht mir nach Bahnhof aus. Nächster Halt. Hört Karl Scheuren. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich versuche es ja möglichst zu vermeiden, mit HUD zu fahren. Das ist einfach irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie scheiße aussieht, deswegen. Ah ja. So. Langsam zum Stehen kommen. Hört Karl Scheuren, meine Damen und Herren.
Ja gut, hinten will einfach keiner aussteigen. Um jetzt hier mal den Fehler von DTG zu überspielen. Ja.